Represent Jakob Marwein. Hinter der Cam. Kimbo vor der Cam. Yo, ich bin Kimbo. Ich tanze gerne den Limbo. Cut. Da kommt die Band. Manni Bert an den Gitarren. Steffen Hausteiner an den Drums. Und Chester so eher an der Kamera. Seit wann spielst du die Kamera? Die Kamera spiele ich schon seit geraumer Zeit. Da kann ich mich kaum dran erinnern. Also das mit den Rädchen, das ist eigentlich drin, seit ich ein kleines Kind bin. Blende, Verschlusszeiten und so, das ist alles wie aus dem FF. Da ich halt eher so der Kaffee mit ein bisschen Milch, mache ich mir jetzt erstmal Luca Macchiato. Ja. Boah. Wir sind heute hier in Köln. Es fühlt sich für uns an wie das Tourfinale. Wir haben eigentlich noch natürlich das Weihnachtskonzert in Bielefeld, was wir jedes Jahr machen. Aber das ist erst im Dezember, das dauert noch ein bisschen. Deswegen fühlt sich das an jetzt wie nach diesem Monat Tour. Heute in Köln ist das Finale. Dann haben wir erstmal eine lange Pause und dann geht's nach Bielefeld im Dezember. Aber deswegen sind wir alle sehr hyped und freuen uns sehr. Ausverkauftes Palladium, 4000 Leute. Es wird sehr, sehr geil. Ja! Jetzt machen wir ein Shooting für den Online-Shop-Drop. Online-Drop-Shop. Schonline-Rob-Top. Von dem Never Not Loving Drop. Und dafür machen wir jetzt gerade die Fotos. Ich hoffe, das wird was. Das ist mal ein Punkt. Weiß ich jetzt nicht. Das noch nicht heimgehen. Hab grad ein Gefühl, die Nacht kann gut werden. Alles scheißegal, lass benehmen wie mit 13. Bleib noch hier, wir spielen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich noch nicht heimgehen. Hab grad ein Gefühl, die Nacht kann gut werden. Alles scheißegal, lass benehmen wie mit 13. Bleib doch ewig spielen, wenn ich du wäre. Da hast du einen eigenen Bus, du hast ja auch geschafft, das muss man ja auch mal sagen. Aber das wird mir echt fehlen dann nächstes Jahr. Ja, wir schauen mal, Leute. Du kriegst eh einen eigenen Heli. Genau, ich glaube, ich komme mit Heli nach. Du kriegst einen Heli, genau. Du fährst mit dem Boot überall hin? Nee, mit dem Roller. Gestern fährt überall Bahn, weil der muss ich die ganze Arbeit schneiden und so. Ich fahr Flixbus. Kann ich einen Fahrer haben? Für meinen, dann würde ich nämlich gerne mit dem Wohnwagen. Und dann du brauchst doch eben eigene Nightliner. Leute! Wisst ihr noch gar nicht, dass wir selber alles finanzieren müssen. Ja gut, aber wir haben auch über die Gage schon geredet für nächstes Jahr. Hat sich ja verachtfacht. Leute, das ist natürlich so eine Sache, ne? Wir produzieren natürlich auch größer, das heißt, wir haben noch weniger Geld. Dementsprechend sind wir schon auch davon ausgegangen, dass ihr da nochmal einen Schritt zurück macht. Ich komme, sorry, ich wurde aufgehalten. Ich fühle mich tatsächlich schon so ein bisschen leer. Es fehlt mir sehr, schon jetzt. Aber ich probiere mich an der Motivation wieder hochzuziehen, das heute hier nochmal komplett auseinanderzunehmen. Und ich glaube, da stehen wir heute auch als komplette Crew genau hinter dieser Einstellung. Dass wir einfach nochmal alles geben und gerade auch in Köln eine tolle Location haben und sie komplett zerbersten. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, die Tour ist ja noch nicht vorbei. Auch nach heute nicht, da wir noch einmal ein Montesinos Heimspiel in Bielefeld spielen, wo wir uns auch alle schon sehr drauf freuen. Aber natürlich haben wir jetzt erstmal ein langes Loch und wir müssen schauen, wie wir dies füllen. Und dieses Loch ist nicht nur ein Tourloch, sondern auch ein Loch im Herzen. Boah. Junge, wollen wir den Leuten mal zeigen? Bro, Ace hat mich klar gemacht. Ich hab dich geklärt. Weißt du noch genau, war das da oder da? Da, das, ne? War da. Ich hab das so in Erinnerung, dass diese Bank hier so war, du, glaube ich, so da drauf saßt und ich saß hier. Ja. Und ich hab hier, glaube ich, gegessen oder so, ne? Oder? Nee, du saßt da sehr depressiv. Dir ging es nicht gut auf jeden Fall. Du saßt, ja. Das war auch der perfekte Zeitpunkt, um mich vollzulabern. Ja. Ne? Ja. Top. Da hat sich erst halt gedacht, so jetzt. Ich weiß aber, jetzt gerade ist mir wieder eingefallen, wie ich zu dir hingegangen bin, was meine erste Frage war. Und zwar? Hi. Hi. Warum hast du heute nicht Vorgruppe gemacht? Ich dachte, du gehst heute auf die Bühne und machst hier noch Vorgruppe. Keine Ahnung, wurde nicht gefragt. Ich bin Produzent, brauchst nicht mehr. Nein! Hast du das echt gefragt? Ich hab dich, glaube ich, gefragt. So hast du den Smalltalk angefangen. Ja, ich hab den Smalltalk angefangen, indem Alter, ich gefragt habe. Du bist ein richtiger Date-Doktor, Alter. Ja, warum du? Warum bist du nicht Voreck? Du bist doch so ein toller Rapper. Ich denke, wolltest du direkt meine Pizza andrehen oder wie? Schon. Du hattest auf jeden Fall einen Ledererkern und sahst aus wie Mike Singer. Ja, so wie jetzt. Ja, so wie jetzt. Nur 20 Kilo schwerer. Was?
Spaß, Ernst. Spaß. Ich auch. Ich auch. Soll ich dir beleuchten? Irgendwas habe ich noch ganz. Steffi, genau die Energy brauchen wir. Genau, alle Leute sind ein Beispiel an Steffi. Adelia! Mir geht's gut, ich bin heiß, ich hab Bock, ich hab richtig, richtig Bock und ich glaube, das wird hier ein sehr, sehr gutes erstes kleines Finale des ersten großen Tourblocks der Liebe Gefahrtour. Und das wird richtig geil, Leute, richtig geil. Mir geht's super, ich hab jetzt Soundcheck und ich hab richtig Bock, war noch nie in so einer großen Halle. Heute mäßig letzter Tag. Ich habe sehr Bock auf Köln. Ich war auch noch nie in Köln. Also schon mal in Köln, aber noch nie auf der Bühne. Und ja, ich freue mich sehr und bin gespannt, dass der Sound jetzt hier natürlich knackig wird. Ne? Ein bisschen knackig. Knackig wie eine Wurst. Ein bisschen knackig wie eine Wurst. Ne? Hey, erstmal, mein Name ist David Guetta. Okay. Vorerst letzte Show, mit die größte Show. Ja, reißen wir heute nochmal ab. Hast du Bock? Ja, unbedingt. Richtig arg. Bock wie eine Wurst. So, okay. Oh, das ist Lisa. Oh, hallo Lisa. Pusche, hast du die extra mitgenommen, damit sie nicht alleine ist zu Hause, ne? Oh. Ach, die mögen das, wenn es so warm ist, oder was? Ja. Ah. Lisa ist es. Kennst du schon ein paar Lieder von mir? Ist dir schon gezeigt? Nein! Da haben wir jetzt mal Zeit, oder? Ich höre vielleicht den Herrn nicht so gut. Nein? Naja, 4000 Leute wird sie hören, oder? Ganz egal, was mal war, ich bin weg. Und steig ein in den Starlight Express. Verkette ich alles schon damals gecheckt. Ey, du schläfst alleine heute Abend im Bett. Baby, ganz egal, was mal war, ich bin weg. Und steig ein in den Starlight Express. Verkette ich alles schon damals gecheckt. Ey, du schläfst alleine heute Abend im Bett. Baby, ganz egal, was mal war, ich bin weg. This is the wonder how, I wonder why. Yesterday I talking to the blue, blue sky. And all I want to see, the FC in the Champions League. Hey, Marc, warum singst du nicht einfach mal? Du, mich will ja keiner sehen heute. Ja. Das ist das Problem. Wir könnten ja zusammen was singen heute. Heute? Ja, fändest du das geil? Was machen? Ja, das machen. Ja. Ich geil, Digga. Ja, komm. Tschüss. Bitte. Ich hab dafür sehr, sehr, ich hab davon sehr, sehr, sehr lange geträumt. 13, 14, 15 Jahre. Habe ich davon geträumt und habe dafür gearbeitet. Und dass ich das jetzt erleben darf, das wird für mich niemals selbstverständlich sein. Und es wird immer was Besonderes sein. Es ist das große Finale in Köln auf der Liebe und Gefahrtour. Herzlich willkommen! Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und das Sex ist so laut wie Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Max, bleib mal ganz kurz hier. Max, du hast doch was vorbereitet heute, ne? Ich glaub schon. Ich schwöre euch, ich hab nichts vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ey, Köln, ihr kennt den Song, oder? Wenn ich ihr wäre, würde ich ihn richtig laut mitsingen, um diesen ganzen Berlinern mal zu zeigen, was Köln ist, Leute. Ich übergib das jetzt an euch. Geboren sind. Thank you.
Contest. Da bin ich durch die ganzen Katakomben gesprintet, um sie noch zu erwischen. Ich glaube, sie wollen einfach in die Kabine und feiern. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg, den hast du dir wirklich verdient. Danke sehr. Was sind vielleicht Ihre ersten Gedanken? Ich bin komplett überwältigt. Einfach ein absolutes Emotionschaos. Ich bin so stolz auf die gesamte Mannschaft. Es war so eine krasse Saison. Wir konnten es mit dem Meistertitel jetzt krönen, uns belohnen für die ganze harte Arbeit, die ganzen letzten Wochen und Monate. Ich bin einfach unglaublich glücklich, die Mannschaft zusammengehalten hat. Das ist unvergleichlich, einmalig. Und dann heute hier in Köln den Sieg zu holen, damit die Meisterschaft perfekt zu machen. Einfach unfassbar. Ich will gar nicht viel sagen, außer Dankeschön für dieses tolle Turnier. Die ganzen Auf und Abs, dass wir die miterleben durften. Sehr gerne. Danke, dass ihr auch dabei wart, auch wenn ihr mich ein bisschen genervt habt. Aber ihr gehört irgendwie auch zur Tour. Das ist top, das ist unser Job. Ne? Super, vielen Dank. Schön, feiert schon. Feiern Sie, ne? Mach's gut. Machen Sie's. Ciao. Ne?